doch mal mein Handy jetzt hinter. Dicker, gib doch mal, Mann. Jetzt schieb's mal hin. Boah. Aaron. Ich wollte dich gerade fragen, du Schatz, ne? Aber. Ja, okay. An. Tschüss, ich hab dich lieb. Okay. Ja. Hast du das Bild gesehen? Laupe, mein Name. Ciao. Harry Laupe. Ich hab den Auftrag, euch Mathe beizubringen, damit ihr euren Abschluss hier kriegt. Hauptschule. Als erstes. Ganzen Sachen weg. Essen, alles weg. Das hat Geld gekostet. Ich wollte mich verarschen. Handy her. Mein Handy gebe ich ihm mit Sicherheit nicht. Das ist nicht möglich. Ich kann ohne Handy leben. Mir scheißegal. Hallo! Das kriegt ihr nach dem Unterricht kriegt ihr das wieder. Dürfen Sie das überhaupt? Dürfen Sie Handy nicht wegnehmen? Alter, was ist das denn? Der Mathelehrer ist kein bisschen cool. Ist ein Riesenarschloch, der hat mir mein Handy weggenommen. Nicht mal mein Vater macht es. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich diese scheiß Mathe-Stunden überstehen soll. Zuhören. Zuhören. Du bist mir doch egal. Was ist das hier auf dem Kopf, was du da hast? Ist das ein Schlag oder was? Haare? Perücke oder was? Nur weil sie so schäbig aussehen, heißt das. Zuhören. Schweigefuchs. Schweigefuchs. Heiß. Mhm. Du bist ruhig, nur zuhören. Ich rede. Okay? Schweigefuchs. Also, mein Auftrag ist es, euch Mathe beizubringen. Okay. Wenn ich so den ersten Eindruck hier sehe, lohnt sich der Auftrag gar nicht. Eigentlich gesagt, dass der voll cool wäre, ne? Ich meine, euch ist ja schon auf die Stirn geschrieben, was ihr mal irgendwann werdet. Ach ja? Was denn? Wie bitte? Sie denn für einer Mann? Komplett, sie können doch einfach bleiben. Du, Alter. Ich. Du? Ich werde Bodybuilder oder Big Boss Rapper. Du machst wahrscheinlich so ein Ich AG auf mit Brennholzverleih oder sowas. Ja, dann verkaufe ich ihn den Brennholz. Digga, das ist die größte Idee, die ich der hatte, oder? Ja. Ey, mit dem Loser, dem kleinen Dicken da draußen, gehört er auch noch zu euch, oder was? Ja. Du gehst raus und machst dir erstmal los. Mach. Was? Ich soll hier raus? Raus, hol ihn rein. Ja, sag mal, das ist ein Lappen. Geil. Raus, holen. Wenn nicht. Jetzt. Boah, keiner gibt doch gar nicht Befehle. Das muss ich mir sehr viel. Das ist ein richtig. Ich will mein Handy. Das Gott. Was ist das hier? Sind wir im Knast? Ja. Es ist reicht nicht. Ich hab keine Bälle raus. Oh, was wir werden jetzt noch hier? Ich bin auch noch mal dran. Es reicht doch schon, dass wir ein Loser im Raum haben. Jetzt brauchen wir nicht zwei. Ruhe, zuhören. Schweigefuchs, auch für dich. Ja, Schweigefuchs. Wie heißt Schweigefuchs. Du? Wie heißt du? Candy. Ja, Cindy, wäre besser für dich. Cindy. Candy. Cindy. Kannst ja die Nachfolge werden von Cindy aus Marzahn. Machst du Cindy aus Kalk oder so, weißt du? Okay. Hast du einen Knick in der Optik? Hast du einen Knick in der Optik oder was? Erkennen Sie nicht. Also, was hattet ihr zuletzt in Mathe auf? Ja. Hallo! Ey, das war teuer! Was ihr zuletzt in Mathe aufhattet? Okay, da kommt nix. Ich weiß doch, das war was. Was wissen wir noch denn reden? Wissen wisst ihr überhaupt, was ihr lernen sollt? Dann verteilen wir jetzt so hier Tests. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal weiß, wo ihr überhaupt steht. Bitte schön. So, zuhören. Für morgen neue Regel. Jeder bringt Sportsachen mit. Und sollte irgendeiner von euch die Matheunterricht hier irgendwann nur schwänzen oder keinen Bock haben, irgendwie sich daneben benehmen, sechs. Verstanden? Und sechs. Hier, bitteschön. Sie brauchen. Können Sie gerade wieder einsammeln? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich damit? Das ist nicht ausfüllen. Tja, der Herr Laupe kann Lehrer von der Stange, aber die Kids sind eben auch keine Kids von der Stange. Und der Lehrer hat möglicherweise kapiert, dass es ohne Disziplin nicht geht. Und vor allen Dingen, was wirkt, ist, die kriegen mal was anderes serviert als die übliche Kost in der Schule. Ich schwöre dir, leise Fuchs. Candy und ihre Mitschüler hassen den Lehrer und seine Methoden jetzt schon. Doch das ist erst der Anfang. Hier, Schafskopf. Oh, die Tür zu. Können Sie selber machen. Mach die Tür zu. Wie heißt ich nochmal? Schafskopf. Ja, Pech, machen Sie selber. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Sag bitte. Zap. Tür zu. Mach die Tür zu. Boah, mach die Tür zu. Die Tür zu machen. Kannst du das nicht selber machen? Nein, kann der nicht. Merkst du doch. Herr Laupe, das ist mein Schokoriegel, ne? Bitte schön. Was hast du gesagt da hinten? Das ist mein Schokoriegel, den wir essen. Weißt du, ist mir scheißegal. Guck dir erst mal an. Vielleicht solltest du mal ein bisschen weniger von diesen Schokoriegeln essen, ein bisschen was Gesünderes. Dann verlierst du auch dein Babyspeck. Nimm mal die Füße runter. Nimm mal die Füße runter. Ist okay. Aber ich klau uns mal wenigstens noch also, machen und Mathe. Das ist die Hausaufgabe. Wer hat die?
Ich hab die Hausaufgaben. Was für Hausaufgaben? Herr Laupe, ich hab die gemacht, aber die sind was ganz, ah, was ganz anderes du auf. Streber. Wir sollten Umrechnungen machen. Und Sie haben da gleich. Umrechnungen? Hä? Digga, was ist Umrechnungen? Specki, was ist los? Willst du jetzt sagen, dass ich ein Lügner bin oder was? Ja. Du großes. Ja, wirklich. Oh. Sie haben was Falsches angeschrieben. Du willst sagen, dass ich ein Lügner bin oder was? Du willst wirklich sagen, dass ich ein Lügner bin? Das war die Hausaufgabe. Also, du hast Eier bekommen. Wir haben Eier bekommen. Ich hab gerne was bekommen. Ich hab gestern gesagt, Sportsachen mitbringen. Hast du die dabei? Ja, die hab ich im Rucksack. Zieh die Sportsachen an, 5 Runden um den Platz. Zieh die Sachen an, raus. Also, wenn er so weitergeht, dann ist das nicht so schön. Tut dir gut. Ruhe bleibt. Die Ruhe bleibt. Das heißt, wer hat denn von euch die Hausaufgaben? Hast du die Hausaufgaben? Was für Hausaufgaben? Was hat hast du nicht? Was hast du die Hausaufgaben? Wann hatten wir überhaupt was auf? Wir hatten noch gar nichts so auf. Okay. Heißt, ihr geht jetzt alle raus, zieht eure Sportsachen an. Was ist gut, Mann! Dann hör zu. Ey. Halt deinen Mund. Ja. Also, Sportsachen anziehen, ihr geht alle raus. Ah. Neue Regel für euch. Baut irgendeiner Scheiß. Ja, was ist mit deinen Haaren? Ich hab mich geglättet. Ich kann jetzt bestimmt zuhören. Neue Regel. Schweigefuchs. Sandy. Also, wenn einer Scheiße baut von euch. Hallo, ich melde mich. Ich melde mich. Kann ich bitte was sagen? Hörst du mir zu? Kann ich Hörst du mir zu? Ey. Also nochmal. Neue Regel. Baut irgendeiner von euch Scheiße. Bahnen das alle zusammen aus, okay? Jetzt nicht. So, und ihr geht jetzt auf den Sportplatz. Doch. Ich, hallo, ich melde mich. Los. Kann ich bitte was sagen? Sachen an, raus. Das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, wie viel Schwinkel ich drauf habe, dass ich verschwitze. Ja, komm mal ruhig runter. Komm, Sport! Mach ich Sport! Kurz darauf, Terrorlehrer Harry fackelt nicht lange und sorgt dafür, dass seine Schüler Disziplin lernen. Koste es, was es wolle. Komm, auf geht's! Was willst du denn? Ja, was? Kannst du nix oder was? Sind wir im Militär oder was? Du bist nur am Rumdiskutieren wie ein Mädchen oder was? Was bist du denn? Du weißt doch gar nicht, wie die geschrieben wird. Ja, natürlich. Junge, ich war 12. Ja, genau. Ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr. 12 Jahre. Im Dienstrad eines Hauptmanns. Applaus, Applaus. Das war noch niemand auf im Training, was hier macht. Nix. Ja? Schön. Kannst gar nichts. Was läuft um in die Runde? Was kannst du denn? Was kannst du denn? Ich? Ja. Weißt du was, ich brauch meinen scheiß Hauptschulabschluss nicht. Brauchst du nicht, Leiter, komm. Nein, nein, ich brauch den nicht. Brauchst du nicht? Nein, ich wär Big Boss Rapper oder Bodybuilder. Oh, Big Boss. Ja. Wie Heino oder was? Ja, natürlich. Bodybuilder? Was wirst du? Dann zeig dir mal, was du drauf hast. Meine Muskeln sind besser als deine. Dann zeig dir mal, was du drauf hast. Komm, komm. Einen Tag später. Harrys schweißtreibende Lehrmethoden bleiben nicht ohne Folgen. Hör auf mit der, was soll denn die Scheiße? Was machst du hier? Ist doch schön. Ist doch schön. Aber geht's noch, oder was? Entspann dich doch ein bisschen. Passt doch zu dir, Frau. Frauenfahrrad? Ja. Frau. Sag mal, geht's noch, oder? Hast du überhaupt was in deinem Kopf? Ja, sicher hab ich das im Kopf. Ich denke, du bist krank. Was ist los mit dir? Ach, jetzt bist du plötzlich wieder da. Ist doch wunderschön. Jetzt fallen sie auf. Ich hatte Kopfschmerzen. Was soll ich machen? Kopfschmerzen, hast du gehört? Nein, entspann dich mal. Ich hab alles dabei. Eine Entschuldigung? Pass auf, mein Freund. Dafür wirst du morgen deine Strafe. Hier ist die Entschuldigung. Scheißegal, von deiner Mutter geschrieben, oder was? Also nicht so mit dem... passen Sie doch mal auf. Du stehst auf meiner Liste ganz oben. Und, was wollen Sie machen? Wollen Sie mich bedrohen? Alles viel mehr wert. Hey, deine Entschuldigung. Hau ab, verpiss dich. Der nächste Tag. Hardcore Harry lässt sich nichts gefallen. Schüler Rocky lernt den Lehrer von seiner schlimmsten Seite kennen. Stell dich mal da oben hin, ja? Ja, ist okay. Ja? Das wissen wir ja, wer... einen Volldepp machen, oder was? Ja, wissen wir ja, wer hier die ist, ne? Haben wir es ja. So weit zu von gestern. Das ist dein Ernst? Ich hab gar keinen Bock auf diese Scheiße. Ja, ist mir egal. Ja, ich hab keinen Bock. Sieht aber lustig aus. Halt dein Maul. Wir hätten den Rocky auch noch ein bisschen pink machen können. Ey, du hast doch einen an der Waffel. Das ist genau die rechte Strafe dafür, für das Fahrrad von gestern. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Geh weg damit. Stell dich doch nicht so an. Wir können es auch anders machen. Ich kann dich bei den Bullen anzeigen wegen Sachbeschädigung. Ey, das war der größte Scheiß, den ich in meinem Leben erlebt habe. Was denkt sich dieser große was er eigentlich mit mir macht, dass wir noch große Konsequenzen für den haben. Dieser wird noch sehen, er wird noch Mädels sehen. Ich habe eure Gespräch zugehört. Ich habe die perfekte Idee. Was hast du jetzt wieder vor? Und die wäre? Ihr wisst doch, unser Lehrer ist ein Mann, ist ein Arschloch, so wie ich. Und was hält ihr von einer Sexoffensive? Was? Hallo? Sexoffensive? Ihr seid doch zwei bildhübsche Mädchen. Und guck mal, wie ihr angezogen seid. Willst du mir sagen, du willst mich dafür einsetzen? Klar! Ist das denn gerade dein Ernst? Wie ich sagen angezogen bin, ist doch wunderschön. Zeig dir ein bisschen Titten. Machst du hier ein bisschen? Also, hey! Ich werde. Nicht für die. Also, guck mal bitte Mädels, an. Mädels, hört doch mal zu.
Hört doch mal zu. Seid doch nicht immer eingebildet. Seid doch mal, denkt doch mal Rocky, an uns. Denkt doch einfach an uns. Hast du ihn jemand angeschaut? Ja, ist doch egal. Hallo. Wieso fühlst du dich für den? Ja, ist okay. Du bist hübsch, du bist hübsch. Hallo, denkt an uns. Seid doch nicht immer. Und was haben wir davon, wenn... Wir sind den los. Wir sind den los. Was wollen wir? Wir wollen doch, dass er los wird, oder? Ja, aber wie? Wie? Ganz einfach. Ihr zieht euch morgen richtig sexy an. Geht ja an ihm vorbei, macht ein paar schöne Komplimente, reibt eure Titten an ihn und dann geht der steif. Und was wollen wir? Dass er euch anpackt. Dann machen wir eine schöne Anzeige. Dann ist er schon weg vom Fenster. Du sagst, na, du weg. Dann ist Bindestrich. Nein, nein. Minus ist doch. Hinsetzen. Ach, das. Hinsetzen. Hast du so einen Weg machen? Ihr könnt auch nur von 12 bis Mitternacht denken, oder? Hinsetzen, habe ich gesagt. Ja, Anton auch hinsetzen. Das wäre jetzt ganz gut, gell? Ich hab Hunger. Ja, Mann. Deswegen. Das ist nix. So, pumpen. So, Mädels, versucht euch. Isa, da drüben. Und Sandy hier. Isa! Und Zeit läuft. Nach X. Können Sie nicht ein bisschen nahe kommen und das erklären? Also ich verstehe das nicht so ganz. Was verstehst du nicht? Du sollst das nach X auflösen. Was ist daran so schwer? Dann den ersten Schritt vielleicht machen. Was ist los? Du sollst nach X auflösen. Ja. Können Sie das doch mal eigentlich mehr mal machen? Habe ich was von Anfassen gesehen? Ja, ist doch was. Hinsetzen, setz euch hin. Setz euch hin. Setz euch hin. Ja, den Stift kannst du liegen lassen, komm. Ja, nein, ich hilf dir. Ja, komm, setz dich hin jetzt. Setz dich hin. Ja, Anmachversuche, das erleben gerade männliche Lehrer ohnehin häufig, gerade wenn Mädels in der Pubertät sind, so wie Candy und Isa. Aber Herr Laupe ist eben auch nicht von vorgestern und diese halbgaren Versuche, dieses etwas ungelenke Anmachen, das wirkt natürlich vorne und hinten nicht. Und ich bin gespannt, welche Strafe jetzt wieder lauert. Denkt ihr, ich bin bescheuert oder was? Ja. Wir sind hier nicht im oder in so einem billigen Nachtclub. Schaut euch mal an, wie ihr aussieht. Wir sind hier, um Mathe zu lernen. Ich kapier das mal. Nur Mathe. Hast du verstanden, worum es hier geht? Der ist schwul. Jeden Mann ist der kriegt bei Anton einen Isa. Ja, was? Wiederhol mal, was ich gerade gesagt habe. Ich bin nur ehrlich, oder nicht? Es geht hier um Mathe. Und du siehst aus wie so eine billige Dorf. Gib's zu, ich weiß, dass ich gut aussehe. Guck okay. Mir mal meinen Arsch an, ja? Schauen Sie doch. Nein, hier, für diese sexy Nummer, die ihr abgebildet habt, könnt ihr gleich das Ding zusetzen. Nein, das passt nicht, Ihr Outfit. Vergessen Sie es, ich zieh das nicht an. Willst du aufsetzen? Laupe, das passt auch zu ihm. Ich zieh das nicht an. Setz dich mal. Setz dich mal. Laupe, mach du dich mal zum Kasper. Ist so. Mach du dich mal zum Lappen. Setz dich mal. Ey! So, und jetzt für diese Nummer alle Sportsachen an, raus. Wir gehen los. So Sport machen? Nee. Ich habe mich nicht 2 Stunden lang geschminkt für Sport. Mag ich nicht mit. Niemals. Nein, du hast Sport nicht verstanden. Nein, 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 nein. Okay, wir machen es anders. Ihr macht keinen Sport, ihr macht eure sexy Nummer und ihr kriegt alle eine 6 und seid durchgefallen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Warum drohst du uns jetzt schon wieder? Ich drohe euch nicht. Das macht ihr nicht. Wollt ihr eine 6? Wollt ihr eine 6? Willst du eine 6? Es ist alles ihre Schuld. Also, auf. Sachen zusammenpacken. Hey, no, no, no.